Hallo mal wieder zu einer neuen Runde in Mist. Ja, so ein Mist. Ja, nicht wundern, falls es vielleicht wieder im Hintergrund ein paar Geräuschlis geben sollte. Die Dratze ist wieder am Suit bauen. Oh, ja, gut. Musik fertig. Dann können wir eigentlich auch schon gleich mal umswitchen. Ja, also nicht verwirren lassen von irgendeinen eventuellen Hintergrundgeräuschen. So. Okay. Da funktioniert alles noch wunderbar, einwandfrei. Ich überlege jetzt gerade nochmal. Aber mir fällt partout gerade nicht ein, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Von daher geht's einfach auf Continue und dann schauen wir mal, was Sache ist. So. Oh. Ah, das Bein ist immer noch verletzt. Okay. Was sagt das Inventar? Ich glaube, beim letzten Mal kamen wir gerade von der Tour zurück. Uhrzeit 19 Uhr. Das Messer ist kaputt gegangen, ne? Wieder mit. Axt sieht auch nicht mehr so frisch aus eigentlich. Das sind die Werkzeuge gewesen. Warte, Werkzeuge. Wir benutzen die andere Axt, solange es möglich ist. Gut. Da ist, glaube ich, noch Wasser durchgelaufen, ne? Ja. Bein muss auf jeden Fall noch heilen. Ja, beim letzten Mal war es wirklich noch so, dass wir die Tour gemacht haben. Und die Banditen rumgestichen sind. Genau, und den Shocking Bear. Das Arschlochvieh. Das war hier, das war dies. Okay. 13 Liter Sprit haben wir auf jeden Fall schon mal. Ja. Mal sagen, wir versuchen dann mal die Nacht erstmal rum zu kriegen. Hallo? Was war da eigentlich drin? Nichts. Mal gucken. Wir werden wahrscheinlich eh wieder in der Nacht wegen irgendeinem Ja. Forced Wake Up. So, 22 Uhr. Versuchen wir mal noch 6 Stunden rumzukriegen. Ja, Durst haben wir wie Sau. Wir haben noch eine Cola-Dose. Hunger hätten wir auch ein bisschen. Komm, dann essen wir mal das Fleisch. Durst haben wir so oder so. Dann ist das ziemlich gefüllt eigentlich. Zeit. 5 Uhr gleich. Müsste eigentlich funktionieren. So. Das Bein ist noch am Heilen. Frag mich jetzt halt vor allem wegen den Banditen, die wir da hinten hatten. Also da hinten war auf jeden Fall noch der Bär der Rest. Auf jeden Fall mal da hinten am See noch die Flasche wieder mit Dreckwasser voll, dass wir destillieren. Ich hatte, glaube ich, die Türen hier hinten beim letzten Mal auch alle aufgebrochen, ne? Ja, genau.
Dem einen war nämlich, glaube ich, auch nur ein Kampfmesser gelegen. Gucken wir mal. fill the bottle. So. Ja. Wieder mitnehmen. So. Okay. Zombies drin. Oder waren die beim letzten Mal? Die waren beim letzten Mal doch noch nicht. Oder? Scheiße. Okay. Uncool. Etwas uncool, aber naja. Kann da eigentlich was machen? Nee, ne? Auch einer drin. Zack. Einer weniger. Oh, er hat Panzertape dabei. Das finde ich aber schön. Habe ich es doch noch nicht aufgemacht? Doch. Okay, dann hat das Spiel anscheinend beim Neuladen das resettet. Weil hier ist nämlich nichts mehr drin. Okay. Naja. Könnte schlimmer sein. Rumliegen tut jedenfalls nichts. Mal weiter. Was war das da vorne? Das war das Holzfällerlager. Ja. Oben sind die Banditen. Da würde ich mich aber gern eher nähern, wenn ich ein bisschen mehr an Ausrüstung finde. Idealerweise eine Waffe mit Zielfernrohr. Okay. Ist hier unten eigentlich auch noch was? Weiß ich gerade nämlich gar nicht. Sieht nicht so aus. Sieht nicht danach aus. Und ich muss mir abgewöhnen zu rennen. Weil Stamina ist zwar nicht das Problem, aber es kostet halt Trinken, Essen. Trinken ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich hoffe jetzt mal, dass da nicht schon wieder ein Bär rumrennt. Okay, da ist definitiv nichts mehr. Ja, bei der Tankstelle war das genau. Da kam das dumme Vieh beim letzten Mal. Hier ist auch ein Trailerpark. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Bär. Ja, da steht ein Warnschild sogar. Beim letzten Mal gar nicht gesehen. Das Vieh auf jeden Fall mal noch. Nur drei mit. Das nehmen wir auch mal mit. Gucken wir mal. Sondern Gott sei Dank gerade nur die Sonne, die sich da bewegt hat. Oh je. Okay. Das ist zumindest mal ein Anfang gerade.
Vielleicht habe ich schon wieder zu viel. Aber da, guck mal. Die können wir zum Beispiel gleich mal futtern. Notfalls die Feder kann man ablegen. Ja gut, da ist die Workbench. Die haben wir ja aber. Das ist gut. Fallen wir uns gleich rein, gibt Essen und Trinken. Tomatensauce. Ich vermute mal, dass man wahrscheinlich vielleicht irgendwie auch noch Sachen kochen kann. Es gibt sehr viele Nähsets hier drin. Aber im schlimmsten Fall lege ich von dem... Oh, scheiße. Komm hier, zack. Boots. Walk speed increased 5%. Das ist doch mal was. Glaube ich auch eher selten, dass ein Spiel... Ja gut, Batterien. Hm. Egal. Oh, Komponenten. Scheiß auf das Blatt. Wir nehmen lieber die Komponenten mit. Dann gucken wir uns langsam mal weiter ein bisschen hier um. Schon ziemlich verdorben eigentlich. Also ja, Salz habe ich jetzt eh keins, sonst hätte ich da das schnell herstellen können. Aber egal. Oh, eine Autobatterie. Und ein Reifen. Hm, okay. Sorry. Aber das hat gewonnen. Und die Autobatterie hat auch noch 100%, ey. Nehmen wir ja beim letzten Mal am Anfang direkt mal weggesnipert worden. Jetzt ein bisschen vorsichtiger. Hoffe ich zumindest. 0,06, ne, das lohnt nicht. Komponenten. Die Bandage ist wichtig. Ich glaube, da kommen wir noch zur Genüge wahrscheinlich dazu. Zigarette. Zigarette ist eigentlich ehrlich gesagt das Letzte, was ich will. Sprit ist aber eine feine Sache. Waren wir hier eigentlich schon mal? Es sieht ganz vielversprechend hier aus, aber... Mhm. Tomatensauce. Eine Axt. Gefragt. Oh Gott, ist das riesig. Ja, das ist eine 100% Axt, dann lassen wir die kaputte mal liegen.
Tücher. Wobei ich sagen muss, Tücher habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht, wirklich. Bretter. Munition muss immer mit. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Lange wählen, hi. Ja klar, Axt brauche ich immer, deswegen die alte weg, die neue. Das Leder transportiere ich nur so lang, bis ich mal noch anderes Material finde. Ich hätte natürlich auch der Straße weiter folgen können. Und lange wählen. Dankeschön für dein Follow. So, da vorne sind wir wieder. Camp. Ich trau dem nicht. So. Hey, 111 Follower. Du bist der 111. Schnapszahl. Ich bin nach dem letzten Mal mit dem Bären an der Tankstelle echt so super nervös. Dass wieder einer irgendwo angefetzt kommt. Das ist wieder eine Dose. Ah. Tücher, Komponenten. Okay, die Dose können wir nicht nehmen. Ehrlich, ich pupitz da drauf. Bären werden wir wahrscheinlich noch zu Genüge finden. Konserven sind mir lieber jetzt. Was ich stacken kann, stack ich. Schade, kommt man nicht hoch. Ja. Die habe ich, die Melodie habe ich vom, Ghost in the Shell raus. Genauso wie das GIF. So. Noch eine Dose? Ja, war ja klar. Warte mal. Tomatensauce. Thirst. Wir haben Thirst. Okay, die gibt nichts. Es ist eine Soße, aber die... Das ist ein... Oh, Komponenten sind voll. Tschüss. Ich nehme lieber Komponenten mit. Ja, hab's eben gemerkt, aber gut. Man lernt ja nicht aus. Ist ja erst der ist ja erst der zweite Stream, beziehungsweise das zweite Mal generell, jetzt, dass ich's spiele, richtig. Ich verlaufe mich vor allem nicht. Aus der Richtung kam ich. Oh, da vorne ist ein Spawnpoint. Jawohl! Nietzsche, die nehme ich mal mit. Ich hab zwar genug, aber lieber werfe ich die unterwegs nochmal weg. Das ist wieder so ein Baumanhänger. Steht die Karren hier einfach mitten im Wald. Koffer, okay. Cola. Cola ist gut, kippen wir uns gleich rein. Nägel 13 Stück ist auch mal nicht uninteressant. Oh. Blub. Den machen wir mal leer. Oh, das ist schon wieder so ein Scheiß-Camp. Bei dem Auto dann aber wieder runter, weil ich... Es geht mir langsam auch ein bisschen gefährlich nah wieder Richtung Banditencamp.
Vielleicht kann man von hier oben dann ein bisschen besser beobachten. Vielleicht sieht man da was, was man von unten nicht hat zu sehen können. Flaschen, 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 Flaschen. Komponenten. Brett. Oh, was ist da drin? Kampfmesser wieder. Ich tausche das jetzt einfach mal durch das Kaputte aus. Okay, Racks sind auch schon wieder voll. Dann haben wir auch noch. Alter, ehrlich? Nö. Auf das eine auf die eine Komponente und Scraps. Okay. Dann halt nicht. Dann reicht mir jetzt erstmal das, was wir haben. Ich denke, bewegt sich was. Ja, da ist das Motel. Waren wir beim letzten Mal schon überall drin. Gehen wir jetzt hier oben aber weiter. Da vorne ist nämlich sowas wie eine Radiostation oder sowas. Ja, nur so ein Lichtmast. Ja, da unten ist direkt mal das Banditencamp. Wäre auf jeden Fall mal schön, wenn wir hier ein Scharfschützengewehr hätten. Dann könnten wir die echt niedlich wegknipsen. Entweder sind die tatsächlich gerade zu weit weg. Oder die sind nicht mehr da. Letzteres würde mich allerdings stark wundern. Näher ran, um zu sehen, dass da einer ist. Ich bin ein bisschen wagemutiger. Das Haus da an sich sieht sehr interessant aus. Da. Sag doch, das sind sie. Mal habe ich 3 oder sogar 4 gezählt. Aber nur mit der Schrotflinte, gegen die lege ich mich nicht an. Ich habe keine Panzerweste und gar nichts. Hoppla. Ich mache mich da mal lieber dann auf und davon erstmal. Vor allem, Taschen sind jetzt eh voll. Jo, da ist dieses kleine Hütchen wieder. Bringen wir erstmal die Sachen zurück. In das wohl bekannteste Häuschen von jedem Mistspiel. Sieht alles soweit gut aus. Da vorne ist ja dieses Camp. Nach links weg waren wir, glaube ich, auch schon. Da hört er die Map auf, meine ich. Müssen wir eigentlich schon mal gucken. Gears könnten wir uns zum Beispiel mal machen. Dazu brauchen wir Low-Quality Metal Ingot. Brauchen wir später auch mal. Ich würde einfach mal sagen, wir machen mal ein paar Blätter auf. So.
Es kommt aufs selber raus. Also. Blub. Macht keinen Unterschied. So. Moment. Gib. Oh Mann. So. Taken wir uns jetzt was? Ja. Da habe ich auf jeden Fall immer Wasser dabei. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. 2 Liter sind noch drin. Dann können wir nach und nach immer voll machen wieder. So. Da war eine ganze Elektronik. Scheiße. Da ist Autoteil. Die Batterie eigentlich schon fast wieder raus, ne? Warte mal. Ah, genau. Den einen Reifen hatten wir ja schon montiert. Motor haben wir auch drin, die eine hat kaputte Batterie. Wichtig ist erstmal, dass es überhaupt rollt. So. Wäre ja lustig gewesen, wenn da doch was gespawnt wäre beim Laden. So. Davon. Tücher alle hin. Also noch mehr Scraps, okay. Die habe ich glaube ich oben rein, oder? Hä? Habe ich für die Tücher noch keinen Platz gefunden? Werkzeuge. Sägen haben wir ohne Ende, ne? Sein. Flaschen. Cola. 1, 2. Die eine nehmen wir mit. Okay. Das ist Holz drin. Ja, gut. Ist doch echt alles durchgegangen, ne? Okay, dann... Seile. Das ist der kleine Kram. Nägel. Weiß ich gerade gar nicht, wo ich die hingepackt hatte. Das da, das da, das da. Die kommt nach oben in den Waffenschrank. Theoretisch haben wir wieder ein volles. Können wir damit das Magazin für die M4, die noch drin ist, komplett voll machen. Die kommt mit. Essen, Trinken, der Kanister und Munition. Gut. Hier hinten rum hätte ich eigentlich auch mal gucken können. Da weiß ich zum Beispiel gerade gar nicht, ob da noch was ist. Ich habe fast die... Und da vorne ist zum Beispiel ein kleines Haus. Ist da oben irgendwas gewesen? Nee, Weg. Okay, hier sind mehrere kleine Gebäude. Was ist das? Ah, das ist eine Schaukel, okay. Zumindest schon mal nichts drin. Ein Brunnen, den wir nicht benutzen können. Schade. Wäre cool gewesen. Was ist das? Ah, das ist eine Säule. Ah, da vorne ist das Camp, okay. Kann sein, dass wir doch schon hier gewesen sind.
da kenne ich definitiv noch nicht hier. Steht Dose zu trinken. Was haben wir denn hier? Beef Can. Das macht nur wieder Durst. Nicht so viel versprechen, wie ich mir erhofft habe. Aus da vorne. Sorry, muss ich mal die Heizung ein bisschen anmachen. Ich habe nur das Gefühl, dass da vorne könnte böse Überraschung verbergen. Zombie verseucht. Ich weiß, wie wir auf dem Weg hier sind wir irgendwo an so einem Haus vorbei. Und in irgendeinem waren nämlich so viele Zombies, dass wir gesagt haben, nope. Oh nein. Oh fuck. Das wird jetzt ziemlich uncool. Scheiße. Ja. Reifen ist gut. Aber wir kriegen Nebel. Auf. Ich muss hier in der... Ich schaffe das sonst niemals lebend zurück in die Base. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir das hier überleben. Oh je. Das sieht gut aus. Oh. Hübsch. Ja, so ein Bull hat ein ganz anderes Format, ne? Das sieht definitiv gut aus. Ja. Ich habe hier gleich mit ein paar Problemen zu kämpfen. Oh. Ja, oh. Wir müssen jetzt hier den Nebel aushalten. Ha? Kannst du schon, ich muss jetzt eh gleich hier warten. Durch den Nebel jetzt zurückzurennen wäre Wahnsinn. Water Tank Container. Ja, warum kann ich da aber kein Water rausnehmen oder den mitnehmen. Geht das eigentlich? Nee. Kann ich. Kann zerlegen, kann ich hier nix. Jetzt haben wir Nebelphase. Müssen sich die Scheißviecher auch rausbewegen, ne? Machen die eigentlich Türen auf? Das ist gerade echt beschissen. Einfach mal schlafen geht natürlich auch nicht, ne? Und Shield.
vielleicht eine Überlegung, so einmal zu bauen. Ah, guck mal, einen Schlafsack könnte ich mir machen. Dann kann ich unterwegs natürlich... Alter. Namen, talk to the roof. Ja, freut mich doch. Wunderbar. Aktuell wird es hier gerade nur ein wenig entspannt. Ja, ja, das schleicht hier gerade alles außen rum. Ich glaube, ich bleib dann mal in meiner Ecke. So, vierte. Ja, kurze Meinung. Ja, nur nach oben. So nach oben halt ganz leicht. Wäre ich dafür. Das sieht kahl aus. So. So. Wir haben 13 Uhr hier. Psst. Mit dem Motor ist es auch nicht unbedingt besser wie der, den wir schon haben, aber wir haben einen Reservemotor. Ich höre die Viecher nicht mehr. Heißt das jetzt, die sind weggewandert oder? Ja, als Zuschauer glaube ich, dass das entspannend ist. Dann habe ich aber meinen Soll schon erfüllt damit. Ich frage mich gerade, ob ich es wagen soll, ins Haus rüber zu gehen. Weil es klingt nicht danach, als wären die noch da, aber. Versuch's einfach mal. Gucken wir einfach mal. Oh, loot all. Lalala, lalala. Ich bin gar nicht... Scheiße. Schnaps. Schnaps ist gut. Tü, tü, tü. Oh, Schrotflintenmunition ist gut. Das ist sehr gut, aber... Tücher habe ich echt ohne Ende eigentlich aktuell. Schrotmunition. Nähset. Flaschen. Boah, Verband. Verband muss mit. Oh, hey. 9 mm muss... Hoppla, muss mit. Keine Frage. Ich finde es so schön, man findet in den Häusern meist... Munition. Aber eine Waffe hat irgendwie keiner mehr rumliegen. Das sieht, ah, ich wollte auch gerade sagen, das sieht aus wie ein Electronic Part. Komm. Oh nein. Beeil dich. Das ist so schlau war, jetzt hier reinzukommen. Oh nein, die Schränke. Baseballschläger habe ich schon. Der bringt mir nicht wirklich was. Nähkit habe ich auch ohne Ende. Oh Gott. Oh shit. Ich pfeife auf das Nähkit. Oh ne, guck mal da. Das ist schon mal etwas. Na gut, komm, das deckt sich ja eh. Aber das war da. Doof. Also hier der Aktenschrank ist nicht benutzbar.
Husch! Okay, jetzt wird's lustig. Ich habe zumindest Verbandspäckchen diesmal. Ist der wieder stiften gegangen? Der Nebel lässt langsam wieder nach auch. Aus irgendeinem Grund sieht er mich sofort. Das gefällt mir gar nicht. Geh weg. Ey. Kannst sagen, wo ist mein Schaufel denn? Ich habe mich mit dem Nebel eben getäuscht übrigens. Der zieht sich noch gar nicht weg. Wir haben jetzt schon über eine Stunde mit Nebel. Scheiße. Ich habe halt die Befürchtung, wenn ich jetzt hier drin anfange rumzuballern. Während der Nebelphase kommen alle erst recht. Und schleichen sie rum. Vielleicht im Bad noch ein bisschen besser verbarrikadieren. Bilder. Da haben wir so ein Viech rumrennen. Ich habe echt die Befürchtung, ich komme jetzt hier nicht runter, ohne dass der sofort angesprintet kommt. Ich glaube, hier oben sind wir echt noch am sichersten momentan. Ich will mich jetzt halt ungern darunter bewegen, solange der immer angerannt kommt. Ist da ein A? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein... Na, das geht natürlich nicht. Left Hand. War aber natürlich klar, dass wenn wir unterwegs sind, ausgerechnet dann die Nebelphase extrem lang anhält. Hätte ich mir eigentlich denken können. Aber das waren nur die Tücher, ne? Ja, ja. Für die hätte ich jetzt eh keinen Platz mehr. Mann! Ich muss mir echt mal versuchen, Fälle vielleicht echt einen Schlafsack basteln. Dass man dann... Einer. Zwei. Hab ich eben noch so das Eck von ihm gesehen. Da. Lustig, wie die sich eigentlich dann die ganze Zeit im Haus aufhalten. Wenn dann der Nebel kommt, verlassen sie es. Ich meine, ja, bei uns ist es genau umgekehrt, ne? Aber... Kann ich es wagen?
auf. Schon wieder keinen Platz mehr. Scheiße. Wow. Ist auch wieder ein Seiteneingang, ne? Versuche mich jetzt mal wieder nach oben zu bewegen. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier drin nämlich alles. Da ist schon wieder einer. Es ist lustig, dass wir einfach reingekommen sind, ohne dass uns einer groß gesehen hat. Zwei Stunden schon Nebelphase. Das ist nicht toll hier drin. Uiuiui. Oh, Licht lässt sich langsam. Wenn er sich lichtet, habe ich ja echt die Chance. Entweder sind wir zu langsam und verrecken dann draußen alle. Oder ich kann einfach nur schnell genug losrennen. Um Distanz zwischen die und mich zu bekommen. Aber ja, der zieht sich langsam zurück. Sieht gut aus, sieht gut aus. Anscheinend, die kriegen das mit und ziehen sich auch wieder ins Haus zurück. Es sind vor allem gefühlt sehr viele. Drei sehe ich hier allein. Ja, du sagst es. Nebel ist vorbei. Alter, hat er mich jetzt gehört oder was war mit dem? Ich kann jetzt echt nur hoffen. Der steht jetzt rechts vor der Tür im Eck. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ist es euer Scheiß Ernst? Oh no! Ich kann nicht mal irgendwas bauen gerade, weißt du? Scheiße! Ich habe keine Sticks. Irgendwas bauen könnte, um die... Oh, fuck. Scheiße.
Das Blöde ist auch, wenn ich das Safe Game mache, ich kann nur dieses eine Safe Game machen. Okay, der wandert wieder runter. Holla, die Waldfee! Alter, hat der mich gerade erschreckt. Shit! Ich wollte mich doch nur da rumlehnen, ey. Kommt der da nicht von der Tür vorbei, oder? Das trifft den leider nicht. Ich kann mich hier nicht zur Seite lehnen. Okay, ich treffe den leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Au, aber du triffst mich? Saukerl, ey. Ist er verletzt irgendwie? Nö, sieht gut aus. Oh, Mann, ey. Leider unnötig viel Schuss jetzt verbraten. Gunpowder. Was lassen wir davon da? Gunpowder ist wichtig. Salz können wir stacken. Unnötig, unnötig. Salz. Mann! Da waren auch nur Tücher drin. Oh, das haben wir vorhin gar nicht gesehen. Pistolenmunition. Ja, wenn ich jetzt mal noch eine Pistole finden würde, das wäre auch richtig nice. Aber jetzt können wir uns wenigstens hier in Ruhe umgucken. Oh, wow. Da ist viel drin. Huiuiui. Ich habe eigentlich gedacht, das geht schlimmer aus für uns. Okay. Aha, okay. Dann ist das doch ein abgeschlossener Raum hier hinten drin, ne? Bitte sag mir, dass du dich lohnst. Dose, Batterien. Eine Batterie. Schokoriegel, Dosen. Nicht so wirklich eigentlich gerade. Nichts, was ich aktuell akut irgendwie brauchen kann. Na gut, lassen wir das halt mal da. Jetzt muss ich mich vor allem nur wieder orientieren. Er kam aus der Richtung. Das mit Zielen war bei dem Gelände leider ein bisschen scheiße. Also ich hätte gern besser drüber geschossen, aber wenn ich zu nah stehe, erwischen die mich. Aber ich kann nicht drüber zielen, so irgendwie. Das ist ein bisschen doof gewesen jetzt. Hat halt mehr Munition verbraucht, wie ich hätte hätte verheizen wollen, aber gut. Kann man jetzt nichts machen.
Dafür haben wir Pistolenmunition gefunden ohne Ende. Aber noch keine Pistole. Oh, guck mal, ein fliegender Schrotflintenschatten. So. Nein, da bitte. Ah, guck mal, hier sind die ganzen... Da habe ich die ganzen Tücher rein. Wo habe ich die ganzen Tücher denn hier rein? Da haben wir noch einen Motor. Der Reifen wird gleich verbaut. Komponente. Das Gunpowder kommt nach oben. Gunpowder kommt hier rein. Gewehr. Rifle Ammo. Rifle Ammo, ja. Die eine nehmen wir mit. Weil Futter. Da ist sonst nichts. Huch. Also, Nägel hier rein. Beziehungsweise sind wahrscheinlich alle drüben eigentlich. Ich habe es nur verpeilt, dass es drüben ist. Nee, okay. Aber die Tücher tun wir hier hin. Werkzeuge. Nee, Sets. Große Schublade, bitte. Seile, Nägel. Habe ich das Panzertape eigentlich alles gebunkert? Salz, Zucker. Zu essen haben wir auf jeden Fall ein bisschen mal ausgesorgt. Draußen habe ich noch das Trockenfleisch, fällt mir gerade ein. Der Schnaps, den tun wir hier zu den leeren Flaschen dazu. Duct Tape ist hier. Ich packe ja. Guck mal, die Kohle haben wir doch auch da drüben. So. Und den Reifen montieren wir gleich noch. Kriegen wir so langsam doch mal ein Auto zusammen, ne? Ein Reifen noch und eine Zündkerze. Dann könnten wir theoretisch schon starten. Gehen wir mal gucken, ob hier vorne zufällig was rumfliegt, was wir übersehen haben. Aber wir passen trotzdem ein bisschen auf. Können wir uns da auch durch? Nee. Okay. Und Combat Knife. Das war das erste benutzte, was wir hatten. Gut. Ist ja nicht verkehrt, das wieder mitzunehmen. Ich finde das schon doof. Gerade so ein LKW eigentlich richtig nice. Aber den kannst du ja nicht verwenden. Da oben sind wir hochgeklettert mal irgendwann. Haben wir ja festgestellt, da haben wir nichts verloren. Hier vielleicht irgendwo noch was, was wir anfangs übersehen oder zurückgelassen haben. Stein. Oh. Oh. Backtracking lohnt sich. Das sah schon mal nicht schlecht. Gut, Batterien habe ich eigentlich
jede Menge. Ah, das ist eine Feder. Ich muss sagen, die Feder ist mir relativ egal, weil Pfeil und Bogen. Was soll's? Denke ich notfalls immer noch hin. Könnte ich mitnehmen, die Schränke? Lasse ich aber. Okay. Apropos. Safe Game. Bitte einmal. Wir haben es überlebt. Wir haben Upgrades gefunden. Das lassen wir also. Ah, komm, nehmen wir halt scheiß Tücher mit. Blaubeeren. Kann ich mir da gleich reinpfeifen. Das wäre natürlich auch ein nice Versteck irgendwie für einen Sniper oder so. So, da vorne waren wir jetzt. Wie schaut's denn bei uns Oktail aus? Drink a little. Gut. Uhrzeit 17 Uhr. Scheiße. Jetzt auch schon wieder bald dunkel. Wir haben kein Licht. Das Metall müsste inzwischen fertig sein eigentlich. Können wir das zumindest schon mal aus der Schmelze nehmen. Reifen und eine Zündkerze. Vier brauchen wir für ein Zahnrad, das ist natürlich heftig. Low Quality für eine Pickaxe, wenn wir brauchen. Ah, auf dem Herweg her. Wenn ich den Weg dahin zurück nochmal wüsste, da könnten wir. Das kann man eigentlich mit der Schaufel machen. Ja. Brass Ingot. Ach, das sind nur die Cartridges. Oh, okay. The best tool destroys stuff. Ein Iron Ingot. Wie macht man ein Iron eigentlich? Okay, so auf jeden Fall mal nicht. Wahrscheinlich müssen wir dafür dann schon richtiges Iron finden. Wofür wir wiederum eine Spitzhacke brauchen. Brauchen aber noch. Schmelzen wir noch ein bisschen was ein. Haben ja ein paar. Das dauert so oder so 30 Minuten. Zack. Das sieht doch schön aus, ja. Ja, das sieht gut aus. Die verläuft sowieso dann, also würde ich gar nicht rund machen. Macht doch nichts. Ach, was hängt der jetzt da oben? Die Katze stellt wieder Sachen an. Nein, Messer. Messer machen wir. Messer ist besser, wenn das hier ist. Pistolenmunition. Das Ingot behalten wir mal, wenn wir die Spitzhacke daraus bauen.
Ach, guck mal, auf Tab kann ich auch schön gucken. Muss ich nicht mehr ins Inventar gehen. Gut zu wissen. Das Auto würde ich dann später hier parken. Kann man eigentlich für hier noch irgendwas reinstellen? Da fällt mir ein Schlafsack. Ich wollte einen Schlafsack craften. Zehn Racks, sechs Federn. Fantastisch. Okay, vergiss es. Dann muss ich doch explizit Federn suchen. Das ist irgendwo scheiße. Aber okay. Achso, die brauchen noch 3 und 14 Minuten. Dann kann man zumindest die Spitzhacke mal machen. Schön. Die drei Räder stören mich nämlich. Der Hammer wäre halt richtig nice, aber dafür müssen wir Eisen finden. So. Das ist schon mal fertig. Jetzt kann man stacken, okay. 6 Minuten noch der Rest. Ne, das geht nicht weg. Das geht auch nicht weg. Okay. Das Kennzeichen ist ja geil. Französisches Kennzeichen. So, so. Sind wir in Frankreich? Zwei Minuten. Oh Mann, ey. Wait, seit wann sind die Bäume hier gewachsen? Mitten im Weg. Okay, der geht nicht weg. Fertig. So. Dann haben wir 10 davon. Dann bauen wir uns noch eine Spitzhacke, bevor die Nacht jetzt hereinbricht. Left Hand geht nicht. Okay. Dried Meat. Also Essen haben wir auf jeden Fall auch. Das restliche Eisen mache ich hier mal in den Safe. Das ist mir wesentlich lieber. Nacht bricht herein. Zack. Borke und Blätter. Und die kaputten Bretter. Das reimt sich unabsichtlich. Tatsächlich höre ich jetzt auch mal das, was Kronk mal erwähnt hatte. Diese Gespräche irgendwie in den Samples von der Nacht. Dass du irgendwelche Leute hörst.
gibt sowas wie Türen. Was gar nicht sein dürfte. Habe ich jetzt die kaputten Bretter rausgenommen? Okay. Gut. Ja, ich werde wahrscheinlich nur noch so 10 Minuten jetzt übrigens machen. Morgen auch wieder früh raus. Also sorry, wenn es dann heute nicht so lang wird. Gucken jetzt mal. Heard something. Ja, ja. Mindestens noch 5 Stunden. Okay. So, wir haben Hunger, Durst. Dann nehmen wir mal Döschen. Trinken haben wir, Essen werden wir finden. Also an das Essen wird nicht das Problem, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh. Das sollte eigentlich hierher. So. Die Spitzhacke kommt nun also mit. Erstmal gibt es wieder ein Safe Game. So. Ich hätte jetzt mal. Also. Gespeichert ist er jetzt. Ich hätte jetzt mal vielleicht gesagt. Sollen wir es lustigerweise einfach mal probieren. Gegen die Banditen anzutreten. Just for the fun. Weil, wer weiß, vielleicht lohnt es sich. Sollte es klappen, gut. Wenn nicht, dann, ja. Sag ich mal, war es das dann für heute. Wie gesagt, lang mache ich jetzt eh nicht mehr. Wäre halt echt nice, wenn wir die wirklich wegknipsen können. Weil ich gehe jede Wette ein, dass da drin gutes Loot hängt. Da laufen sie schon. Die Patrouille. Läuft einer in den Wald. Können wir uns den holen? Ich bin ein bisschen... Läuft einer. Hallo? Alter, der hält viel aus, ne? Ich meine, ich stand jetzt nicht so weit weg. Ein Apfel. Ist lieber mal ein Apfel. Bandit Body. Halt ein Blatt. Er hat eine Pistole in der Hand. Wo ist die hin? Schweinerei. Wir haben ganz schön rumgeballert, aber keinen juckt von denen gerade, ne? Status. Oh, Health ist ganz schön runtergegangen. Das war... Aloha, Chromos.
Ich muss dich aber leider schon enttäuschen. Ich bin nicht mehr lange da. Es war heute nur so eine kleine, schnelle Runde zwischendurch. Wir sind gerade ein bisschen größenwahnsinnig. Okay. Good game. Ich muss jetzt nur testen, dass das mit dem Ding auch geklappt hat, ne? Weil Revive machen wir nicht. Wir müssen jetzt also eigentlich am letzten Save Point vorm Haus stehen. Wenn nicht, dann ärgere ich mich zu Tode. Da, 5 Uhr morgens. Spitzhacke haben wir. Und die M4 ist noch hier dran. Alles klar, okay. Das hat also geklappt. Sprich, es ist keine gute Idee, die anzugreifen. Also den einen hätte ich eben schwören können, dass ich den erwischt habe. Tap, 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 und dass der umgekippt ist. Und dann kam wieder einer. Also, es ist schwer zu sagen. Weil ganz... Hallo? Okay. Die Nachbarn haben wieder... Schwarzpulver. Da lag doch aber eben noch einer hier. Da. What the fuck? Was? Military Component? Krasser Scheiß. Es ist auf jeden Fall keine gute Idee, die Banditen so anzugreifen. Ich muss mindestens eine Weste oder was finden. Schalldämpfer wäre gut. Vielleicht lohnt es sich hier echt. Guck dir das mal an, was hier rumliegt, ey. Vielleicht lohnt es sich dann doch mal zu überlegen, Pfeil und Bogen zu machen. Einfach, weil der halt leise sein dürfte. Aber interessant, dass der Bandit so gewandert ist. Liegt hier jetzt noch irgendwo einer? Nee, das ist Gemüse. Gut. Bop. Was haben wir jetzt eigentlich? Was muss ich weg? Die Military Components, ey. Die kommen sicher aber hier in den Safe, weil... Military Component, Mann. Copper fehlt uns dafür. Low Quality Metal. Die Repair Bench könnten wir zum Beispiel mal machen. Das wäre vielleicht... Ich glaube, die machen wir. Die mache ich jetzt noch mal zum Abschluss. Ich brauche aber meine Ingos. Oder? Weil das könnte sich dann doch noch irgendwie lohnen. Zu sagen, wir machen eine Repair Bench für die Zukunft. So. Allein aus dem Grund, dass wir Waffen vielleicht da reparieren können. So. Komm, fangen wir mal an. Metal Scraps, Komponenten. Oh, ich brauche 2 Zahnräder. Okay. Dann muss ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr einschmelzen. Weil was braucht man ein Zahnrad? Das braucht 4. Dann machen wir 4.
2 Solo. Die haben wir hier noch. Brauche ich jetzt nur noch die 2 Zahnräder. Dann hätten wir zumindest die Repair Bench schon mal voll. Du kommst hier rein. Das räumen wir noch auf. Den Zucker räumen wir auch noch weg. Ich sollte aufhören zu rennen, zumindest solange ich safe zu Hause bin. Streichhölzer ohne Ende. Ja, da müssen wir dann echt schon wieder... Muss ich echt mal wieder dann eine Autotour machen. Rein wegen den Scraps. Fertig. 2. Machen wir 2 Zahnräder noch. Machen die Repair Bench. Vielleicht sehen wir da schon mal was für den nächsten Stream dann. Wo wir dran anknüpfen können. So. Klonk, klonk, klonk. Repair Bench. Was können wir hier machen? Okay. Also da muss man nichts machen. Auf jeden Fall Duct Tape brauchen wir dafür. Das ist schon mal lustig. Aber es wird sich, glaube ich, noch lohnen. Kann ich da irgendwas ver... Nee. So. Okay. Dann packe ich jetzt erstmal die Werkzeuge wieder weg für heute. Das haben wir alles weg. Ja, trinken, essen machen wir beim nächsten Mal dann. Und dann beim nächsten Mal, ich glaube, das sollte ich mir vielleicht mal auch mal einfach mal notieren irgendwo. Sonst verpeile ich wieder, wo ich stehen geblieben bin. Jetzt finde ich keinen Stift und keinen Zettel. So. Also. Eine Mist. To-Do-Liste. Gutes altes Papier. Wir brauchen Metal Scraps. Definitiv. Oh, eine Panzerweste wäre gut. Aufs Klo gehen. Ja, das mache ich jetzt dann auch gleich. Eine Panzerweste sollten wir suchen. Und wir gehen mal in die Mine nach Erzen suchen. Jetzt, wo wir die Spitzhacke dann haben. Ich hoffe, ich finde die noch. Sind wir ganz am Anfang nämlich mal vorbeigehuscht und konnten leider nichts anstellen. Und was essen? Ja, essen sowieso. Also, ne? Das versteht sich dann von selbst, wenn wir dann hier rausgehen. Dann einmal hier ein Save Game. Tüdelü. Saving. Saving. Hup, hup. Game Save. So. Quit to Menu. Und bei dem ganzen Gedöns dann, vielleicht finden wir dann doch noch unterwegs wieder was. Eine Pistole wäre ganz nice, wenn wir da mal eine hätten. Dann kann ich mir ein bisschen die Schrotmunition vielleicht sparen. Das Banditencamp da, was da in der Nähe ist, das würde ich schon ganz gerne eigentlich mal ausräuchern. Da fühle ich mich nicht so wohl, wenn die da in der Nähe rumwuseln. Gibt es eigentlich sowas wie Schalldämpfer oder Zielfernrohre, die man montieren kann auf die Waffen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wäre interessant. Oder ein Scharfschützengewehr. Munition dafür haben wir ja. Wäre cool, ein passendes Gewehr dafür zu finden. Dann können wir nämlich aus der Distanz ein bisschen aufräumen. Ansonsten wäre die Überlegung tatsächlich mal Pfeil und Bogen zu produzieren. In der Hoffnung, dass das eben mit dem leise Ausschalten klappt. Gut. Bop, bop. Meine Lieben. Ich bedanke mich dann erstmal fürs Dabeisein, auch wenn es heute jetzt nur so kurz war. Auch noch danke an
den neuen Follower in der Runde, den 111. Oh, und dann schauen wir mal die Tage, wenn ich wieder dazukomme, dass wir mal wieder ein bisschen länger machen, ein bisschen ausgiebiger. Hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und dann gucken wir mal, ne? Dann euch erstmal noch einen schönen Abend und morgen dann mittags einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut!